Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich habe mir heute mal den Soundexperten Marvin dazu geholt, es geht um Sound. Wir haben es auch schon hier. Oh ja. Und zwar geht es um die Funkstrecke von Comica BoomX D2 Pro. Und die habe ich mir angeschaut und wir testen die auch nochmal ausführlich in diesem Video, ob es sich lohnt für einen Preis von 259 Euro und wieso die Soundqualität ist. Übrigens, alles, was ihr in diesem Video hört, ist natürlich über das Mikrofon aufgenommen. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt zum Sound kommen, den hört ihr ja gerade, erstmal zum Lieferumfang. Was ich ganz cool finde, dass Comica direkt hier diese Transporttasche mitliefert. Das kriegt man bei anderen Herstellern wie Rode beispielsweise nicht direkt mit. Also hier wirklich eine schicke, stabile Box, wo ihr alles mit transportieren könnt. Wir haben nämlich zweimal die Sender. Also Jorma hat gerade einen in der Hose, ich habe einen hier. Zwei Lavalier-Mikrofone sind auch direkt mit dabei. Dann einen Empfänger, der ist gerade auf der Kamera. Und noch diverse Kabel, um entweder eine Kamera anzuschließen, das ans Handy anzuschließen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und noch ein 3-in-1 Ladegerät, also einmal USB-A auf der einen Seite, leider kein USB-C, aber dreimal USB-C auf der anderen Seite, um eben die drei Geräte direkt aufladen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal echt eine Menge, was man da bekommt. Und gut finde ich auch, dass wir dann auch einen extra Windschutz haben. Also wenn wir mal draußen was aufnehmen, was wir auch nachher machen, dann ist das natürlich für einen Vorteil. Braucht man vielleicht nicht immer, aber irgendwann braucht man das definitiv mal. Ich habe in meinem Fall die schwarze Variante. Es gibt hier aber auch eine weiße Farbvariante. Da ist zum einen der Empfänger und der Sender in weiß, aber auch das ganze Lavalier-Mikrofon an sich. Das ist natürlich cool für die Leute, die jetzt immer weiße T-Shirts tragen oder generell weiße Kleidung. Dann fällt es halt nochmal weniger auf als jetzt wie bei uns ein schwarzes Lavalier-Mikrofon. Auf allen Geräten haben wir dann ein Display, wo wir dann die ganzen Infos sehen. Zum einen die Akkulaufzeit, ob die Geräte miteinander gepaart sind, wie der Pegel ist. Und was ich auch richtig gut finde, das gibt es auch nicht bei Rode. Man kann jetzt nämlich die einzelnen beiden Lavalier-Einstellungen vom Sound, also dem Pegel, separat einstellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Marvin spricht vielleicht sehr leise, dann könnte ich sagen, okay, der Pegel von Marvin soll einfach ein bisschen lauter sein. Das ist wirklich ein guter Vorteil, denn gerade auch bei der Nachbearbeitung ist es teilweise so, wenn jetzt Jorma immer lauter wäre, dann müsste er ja quasi mich immer in jedem Part, wo ich was sage, lauter machen per Hand bei Final Cut und das kann ziemlich nervig sein. Aber wenn er mich im Vorhinein direkt lauter macht, den Gain hochdreht, dann ist es am Ende viel weniger Arbeit. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall, dass die Sender einen integrierten Speicher haben von 8 GB. Das bedeutet also, man kann sogar ohne den Empfänger aufnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach einen Voice-Over machen will, dann muss ich nicht erst alles hier an die Kamera anschließen. Brauche auch keine komplizierte SD-Karte oder so. Ja, man kann dann bis zu 24 Stunden aufnehmen. Die Aufnahme wird direkt in einer WAV-Datei abgespeichert. Das Ganze mit 48 kHz und 16 Bit insgesamt. Einfach dann den Sender hier per USB-C an den Mac oder an den PC anschließen und ihr könnt die Dateien einfach rüberziehen. Es gibt dann auch verschiedene Modi, aus denen man hier wählen kann. Zum einen Mono, Stereo und Safety. Mono haben wir jetzt hier auch aktiviert. Das ist eigentlich die Einstellung, die man so am meisten nutzt. Da sind wir beide jetzt hier auf einer Spur im Stereo-Sound. Dann gibt es aber auch die extra Stereo-Anstellung. Da wird dann von mir zum Beispiel der linke Sound und von Marvin der rechte Sound aufgenommen, sodass wir halt einen kompletten Stereo-Sound haben. Und dann gibt es noch eine Safety-Einstellung. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein wichtiges Interview macht und irgendwas ganz Lautes passiert, dann könnte man die Safety-Datei, die ist glaube ich -6 Dezibel, hat man keinen übersteuerten Sound. So Leute, das waren schon ganz schön viele Infos auf einmal. Jetzt geht es natürlich erstmal um den Sound. Wie klingen die? Ihr hört ja schon die ganze Zeit den Sound über die Lavalier-Mikrofone, die mitgeliefert werden. Und jetzt wollen wir mal testen, wie klingt denn der Sound, wenn man einfach nur den Sender direkt nimmt. Weil wie Jorma das vorhin gesagt hat, hat er ja auch schon ein Mikrofon integriert. Das ist jetzt ein Audiotest mit dem internen Mikrofon von dem Sender. Ihr seht schon, den kann man mit dem Clip ganz einfach an das T-Shirt, an den Hemd oder wie auch immer dran machen. 1, 2, 3. Dies ist ein Audiotest mit dem integrierten Mikrofon von Comica. Jetzt sind wir nochmal rausgegangen und der erste Test ist hier in Berlin in einem Park. Da haben wir eine Straße. Wind ist auch, also schon mal gute Voraussetzungen. Jetzt ist der Test ist sozusagen, Lavalier ist angeschlossen an den Sender und an der Kamera ist das Ganze dann natürlich connected. So habt ihr dann schon mal einen guten Eindruck. Jetzt wird es noch mal lauter und ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal uns die nächste Gegebenheit an. Jetzt kommt noch ein bisschen Wind dazu, alles was wir brauchen. Eine Hupe haben wir auch noch dabei, also schön laut hier.
Test Nummer 2, selbe Location. Jetzt habe ich den Sender hier oben direkt ohne das Lavalier-Mikrofon. Vom Sound her ist es natürlich nicht so gut von der Qualität wie mit dem Lavalier-Mikrofon. Aber wenn man mal schnell etwas aufnehmen möchte, geht es auf jeden Fall vollkommen klar. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an oder hören uns das Ganze nochmal an mit dem Windschutz. So, jetzt habe ich den Windschutz hier nochmal installiert. Wir haben auch ein bisschen Wind und man merkt es definitiv. Ist natürlich jetzt nochmal weniger Rauschen. Aber wenn es ein bisschen windig ist, ist es natürlich auch gut, dass wir direkt so einen Windschutz haben und somit auch gut ausgestattet sind. Jetzt hier nochmal ein bisschen extremer. Da ist die Straße, hier ist eine Straßenbahn. Und auch wenn es ein bisschen lauter ist, muss man natürlich einen guten Sound haben. Dazu dient jetzt dieser Test wirklich mal auf Extreme getestet. Aber schreibt mal in die Kommentare. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall echt zufrieden. Jetzt wird es nochmal richtig laut. Ich bin echt zufrieden, dass man auch in solchen Situationen noch einen echt guten Klang hat oder echt guten Sound hat. Ja, das war natürlich auch wirklich extrem laute Situation. Wir sind jetzt hier mal in einen Innenhof gegangen und jetzt habt ihr auch nochmal einen Eindruck, wie es normalerweise ist, wenn jetzt nicht so viel los ist. Und normalerweise filmt man ja doch schon eher, wenn es etwas ruhiger ist. Ich jedenfalls meistens. Aber von der Soundqualität muss ich sagen, bin ich bis jetzt auf jeden Fall vollkommen zufrieden. Und jetzt machen wir nochmal einen Range-Test, um mal zu schauen, wie weit könnte ich denn jetzt eigentlich von der Kamera weg sein, damit man mich noch hört. Ich bin jetzt aktuell ja, so gute 1,5 bis 2 Meter von der Kamera entfernt. Gehe jetzt einmal ein bisschen weiter und wir gucken mal, wie weit das noch funktioniert. Marvin hinter der Kamera wird das Ganze prüfen und gibt mir dann ein Zeichen, ob man mich noch versteht. Ich gehe jetzt einfach mal los. So, ich bin jetzt hier gute 10 Meter von der Kamera entfernt und Marvin sagt, es passt noch, also gehe ich mal noch weiter. So, 20 Meter von der Kamera weg und auch das geht noch, also noch weiter. So, ich bin jetzt gute 35 Meter weg von der Kamera und auch das geht noch, ein bisschen können wir noch. So, seht ihr mich hinten noch? Das sind jetzt so 45 Meter, würde ich sagen. Und das geht noch. Viel weiter geht es dann aber auch nicht. Ich habe so gelesen, am besten bis 50 Meter. Dann können es auch schon Probleme geben. Ich gehe noch mal ein Stück nach hinten, um zu gucken, ob es noch weitergeht. Aber mal gucken. So 50 Meter ist, ja, müssen wir schon aufpassen. Hallo, hier hinten bin ich. Ja, das sind jetzt ja, fast 60 Meter. Also muss man natürlich sich überlegen, ob man so weit überhaupt von der Kamera entfernt ist oder ob so eine weitere Funkstrecke überhaupt notwendig ist. Ein bisschen weiter hinten könnte ich noch gehen, aber na ehrlich, 60 Meter ist schon echt eine gute Strecke und ich komme jetzt auch noch wieder zurück. So, da bin ich auch wieder zurück. Es kann natürlich sein, wenn ihr so weit weg seid und zwischen euch und der Kamera ist etwas, zum Beispiel ein Baum, Menschen gehen durch, Autos fahren durch, dass dann der Funkempfang etwas gestört ist. Und dann natürlich auch Aussetzer sein können. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, also ich hoffe, dass alles gepasst hat. Wenn jetzt irgendwelche Aussetzer eben dabei waren, dann wisst ihr, okay, dann war es vielleicht doch zu weit. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit der Range auf jeden Fall vollkommen zufrieden. So, da sind wir wieder im Studio und ihr habt jetzt ja die ganze Zeit im Video den Sound vom Mikrofon gehört und ich denke, ihr konntet euch damit auch schon einen sehr, sehr guten Eindruck davon machen. Wir sind von der Soundqualität auf jeden Fall echt zufrieden, also sowohl von der Lautstärke und beziehungsweise von der Qualität natürlich, also wie man uns versteht und es rauscht jetzt nichts, wir haben jetzt kein Knarzen oder so. Also das ist auf jeden Fall wirklich top. Und das Gute ist halt auch, dass wir jetzt hier direkt die beiden Lavalier-Mikrofone im Lieferumfang haben. Das ist zum Beispiel beim Rode Wireless Go 2 nicht der Fall. Die müsste man sich extra kaufen und auch die Tasche müsste man sich extra kaufen. Es ist auch ein extra Windschutz mit dabei. Das finde ich auf jeden Fall top. Und wenn man mal schnell was aufnehmen möchte, dann kann man natürlich einfach nur den Sender nutzen und dann über die integrierte Aufnahme das Ganze nutzen oder sonst irgendwie hier ranklippen und sonst wie aufnehmen. Alles in allem haben wir hier wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und insgesamt auch nochmal deutlich günstiger als, wie Jorma das schon gesagt hat, bei dem Rode Wireless Go 2. Denn wenn man sich da noch die Lavalier-Mikrofone extra kauft, noch einen Windschutz und so weiter, dann ist man deutlich teurer unterwegs. Und hier finde ich einfach das Coole, in dieser Tragetasche ist alles drin. Ihr wisst also, wenn ihr das in euren Koffer schmeißt oder in euren Rucksack und fahrt damit in den Urlaub, ihr habt soundtechnisch alles am Start und könnt zwei Leute ohne Probleme dann auch vor die Kamera stellen und habt super Sound. Dieser kleine Sender, der reicht schon mit dem internen Mikrofon. Wir müssen aber sagen, wer richtig guten Sound haben will, der schließt einfach das mitgelieferte Lavalier-Mikrofon an und dann habt ihr diesen Sound, den ihr auch gerade im Video hört. Genau, und reichweitentechnisch habt ihr auch gesehen, reicht
für den Normalgebrauch auf jeden Fall vollkommen aus. Ich bin jetzt ja keiner, der irgendwie 100 Meter von der Kamera irgendwas sagen möchte, sondern eher so wie hier so ein bis maximal vielleicht 2-3 Meter. Das geht auf jeden Fall wirklich easy. Genau, ansonsten auch für Interviews sehr, sehr cool das Ganze. Und ja, man kann wirklich eine Menge damit machen, gerade auch mit den mitgelieferten Kabeln, wenn man es dann noch mal ans Smartphone anschließen will. Wir nutzen es eigentlich nur an der großen Kamera, an der Sony-Kamera, aber der Anwendungsfall ist auf jeden Fall sehr breit. Genau, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und checkt unbedingt Marvins Kanal ab, denn dort gibt es auch einiges zum neuen iPad. Oh ja. Und noch vieles weitere. Also unbedingt ein Abo da lassen und schöne Grüße mal da schreiben. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke, dass du dabei warst. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.